Hallo bei der Wanderimkerei Kolbe. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie man direkt sehen kann, was es bedeutet, wenn man im Herbst die Futterschübe nicht regelmäßig macht und wenn man ja da denkt, ach, die haben noch einen Futterkranz und kommen damit wirklich gut zurecht. Ihr seht hier eine wunderschöne Einheit, sitzt hier rechts und links auf drei Waben. Also ich werde jetzt auf jeden Fall auch eine Mittelwand wieder geben und den nächsten Futterschub geben. Aber wenn ihr mal guckt, hier daneben ist eine, die hat einfach 14 Tage vorher schon eine Futtertasche reinbekommen, gekriegt. Und ja, aber dann waren hier die Futtertaschen an diesem Stand alle. Und ja, genau, das sind sie. Waren sie an diesem Stand alle. Und ich habe gesagt, okay, die haben jetzt noch eine Futterversorgung, bin dann aber eine Woche lang nicht hierher gekommen. Also sprich, die haben jetzt einfach eine Futtertasche mehr bekommen. Ansonsten genau das gleiche Alter wie die hier, die daneben sind. Und ihr seht, da ist einfach diese Woche Entwicklung hinterher. Ich sage mal, wir sind immer noch in einem Zeitfenster, wo ich die auch noch auf die 6 Waben hochkriege. Aber ich sage mal, hier sieht man ganz deutlich, die sind einfach mal eine Woche später dran. Die sitzen jetzt hier natürlich auch auf 2 dicken Brutwaben. Wenn ich die jetzt hier kontinuierlich noch jede Woche die Futtertasche voll mache, machen die diese Kiste auch noch voll. Aber hier drüben, die ist eben wirklich so, dass man jetzt sagen kann, die sind einfach da schon mal richtig viel weiter. Gut, das ist das, was ich euch eigentlich noch mal ganz kurz zeigen wollte. Und noch mal den Zeigefinger hoch, sage ich mal, und den Appell, dass man einfach jetzt im Herbst die Winterbienen hochzüchten muss. Und gerade wie dieses Jahr, wenn die Tracht so schnell zu Ende ist, auch bei den Wirtschaftsvölkern sind wir jetzt jede Woche dran und geben denen einfach nur so einen Schwapp. Wie gesagt, werde ich nachher auch nochmal ein Video machen. Jetzt sind die auch so, dass die unten die ganzen Mittelwände ausgebaut haben, dass genau, so füttern wir mit der Futterkanne. Und die Mittelwände ausgebaut haben und jetzt so viel Bienenmasse haben, dass die sich jetzt unten schon fast einschnüren, weil immer noch ein bisschen was von draußen reinkommt. Aber wie gesagt, es reicht nicht, dass der Futterreiz kommt, dass die viel Brut machen. Deswegen immer diese kleinen Futterstöße sind wirklich ideal und auch ganz, ganz wichtig, dass man jetzt die Winterbienen macht. Ansonsten saufen die sich unten wirklich jetzt so zu mit ja, so einer kleinen Leppertracht und haben keinen richtigen Reiz. Und dann fallen die Bienen im November, Oktober, November, Dezember einfach tot von der Wabe, weil die Bienen einfach zu alt sind. Also es ist ganz wichtig, jetzt im August, September nochmal richtig starke Winterbienen zu machen, damit man dann im Frühjahr auch starke Völker hat. Ich habe das bis dato auch noch nicht so extrem gemacht, bin aber dieses Jahr dabei, das wirklich ganz konsequent zu machen und stelle fest, dass die Völker einfach ganz, ganz toll aussehen. Wie gesagt, dadurch, dass die auch geteilt wurden und ja, wisst ihr ja, die Methode, die ich da gemacht habe mit den 2 Brutwaben raus, haben sie nicht so eine hohe Varroa-Belastung. Und jetzt durch dieses regelmäßige Füttern blühen die Völker jetzt nochmal richtig auf. Gut, das wollte ich noch mit auf den Weg geben. Bis dahin, tschüss.